Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ich weiß jetzt nicht, wann ihr dieses Video erreichen. Erreicht euch, oder wie man schön, deutsche Sprache, schwere Sprache. Also, wann euch dieses Video erreicht. Ja, entweder ja, Mitternacht oder morgen oder mittags oder abends oder wann auch immer. Gut, ich muss mit euch was reden. Momentan sind alle negativ auf GTA eingestellt. Weil viele meinen, es geht nichts mehr weiter. Grundsätzlich muss ich bin ich ja bei euch. Grundsätzlich. Ist ja alles kein Thema nicht. Ist alles kein Thema nicht. Rockstar Games hat sich in den letzten Wochen oder der Lehrling, weiß ich nicht, ist ihm auch schon nichts mehr eingefallen, was er uns bringen könnte von den Eventwochen. Es fällt einem einfach nichts mehr ein, was uns bringen könnte. Ja. Gut, ja. Die Geldverdienstmöglichkeiten sind auch nicht sehr berauschend. Von guten, knappen 3 Wochen haben sie dann die Sensation gemacht mit dem GTA Plus. Eben den Season Pass oder was auch immer das sein soll. Habe ich auch wieder draus gemacht. Warum, wieso ich das vielleicht gut halte, okay. Sei es drum, ja, wie gesagt, es gibt Leute, die nicht immer Zeit haben zu spielen, ja, die auch Familie haben, auch andere Aktivitäten haben, und da muss ich ehrlich sagen, 500.000 GTA-Dollar einmal ein bisschen eine Basis, ja. Klar kommen jetzt wieder ein paar da, hey, spiele den Perico, hey, den Kaya Perico heiß, da kriegst du 1 Million, oder jetzt, da kriegst du 2 Millionen. Kinder, das weiß ich selber auch, dass der Perico Kaya heißt, das Nonplusultra ist. Aber nur, da geht auch Zeit drauf. Weil du musst die ganzen Vorbereitungen machen, weil gleich kannst du ja auch nicht auf die Insel. Gleich auf die Insel, da musst du auch ein paar Sachen machen vorher. Ja. Und da vergeht halt auch so seine 2-3 Stunden. Und fürs Nasenbohren, habe ich eh schon einmal gesagt, fürs nix kriegen, also fürs Nasenbohren, ja, 500.000, danke Rockstar, ja, muss ich immer wieder das betonen, auch wenn wir es jetzt 18 Monate gekriegt haben, die Million fürs Nasenbohren, ja, 500.000, danke. Ihr müsst es einmal auch in der Realität, also im realen Leben umsetzen. Ja, wir sind alle berufstätig, wir haben nicht immer alle Zeit. Ja, das ist auch das nächste Problem. Ja, wir haben nicht alle Zeit, wie manche andere YouTuber, die den ganzen Tag nichts zum Tun haben. So, jetzt werde ich auch wieder kritisiert. Ich habe jetzt gesagt, die haben den ganzen Tag nichts zum Tun. Mag sein, dass sie vielleicht Studenten sind oder was auch immer. Aber ihr habt schon mehr Zeit als wir alle. Ihr könnt euch die Zeit einteilen, wir nicht. Wir Normalsterblichen leider nicht. Ja, und das ist auch ein Park, wie ich gerade sehe. Ja, da in den Apartment, ein bisschen da deppert. Im Hintergrund rennt gerade ein Video und da ist ein Park. Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin durch die Mauer gerannt. In den Apartments sind überhaupt die Parks, eben die Glasl Wein. Ja, bei den Liebsten Hightower und da die Mauer. Naja, gut. Aber wie gesagt, die Fehler, die schaue ich mir jetzt gar nicht alle an. Grundsätzlich möchte ich heute eines dazu sagen, es ist eine negative Wellung momentan rund um GTA, weil einfach nichts mehr weitergeht. Man fragt sich natürlich, was soll man in GTA noch machen? Ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit GTA 5. Ja. Ja gut, die Eventwochen, die lassen jetzt in letzter Zeit sehr zu grüßen, also das, die haben halt sehr zu grüßen lassen, oder wie man das sagt auf Deutsch. Ja, es kam halt nichts momentan, das ist schon richtig, ja, das ist schon richtig. Und immer in Bayer Kaya heißt, da spielen wir da in einer gewissen Weise, wo man mal fahrt, so wie es damals beim Casino heißt war. Ja, und der Kontakt mit dem Franklin, ja, das sei dahingestellt, das ist nicht das Nonplusultra und das Wahre, ja, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich persönlich muss dazu sagen, ich habe den Kontakt einmal durchgespielt einmal und das war's. Ja.
Er war nicht der Überschmäh. Er war nicht der Überschmäh, sag ich einmal. Ja, weil, klar, das Casino heißt und den Bayer Kaja heißt, war klar, den kann keiner toppen können. Ja, da muss jetzt schon wirklich wieder ein Heiß kommen, wo ich sage, wow, das haut mich um. Ja. Und das war mein Franklin. Ich meine, ich habe mich gefreut, dass sie in Franklin online-mäßig geholt haben. Rechnen wir damit, dass wir die anderen zwei Trotteln auch noch kriegen, in Michael und in Trevor. Ja, das werden wir sicherlich auch im Laufe der nächsten Zeit auch noch kriegen, da in Online. Da hundertprozentig, weil er sagt ja irgendwas, gleich bei der ersten Mission da bei dem Golf-Sachen, nicht, was er da neben dem Studio vorbeifährt. Er hat dann Vereinte, was da arbeitet und bla bla. Also rechnen wir damit, dass wir irgendwann einmal Michael mal auch besorgen kriegen und dann spielen wir in weiteren Folge, ne, da können wir noch, brauchen wir nur eins und eins zusammenrechnen, wie wir einen Treiber auch irgendwann einmal haben. Ja, also, wir haben in Lamar in Franklin, sein Freund auch, da haben wir auch schon Missionen. Ja, also man braucht ja nur eins und eins zusammenrechnen. Haben wir irgendwann einmal Michael und den Treiber oder vielleicht sogar auch wieder einen Onkel Lester, David, den Onkel Lester. Also man braucht nur eins und eins zusammenrechnen. Ja, und zur Zeit schaut es gar nicht aus, dass es GTA 6 kommen wird. Sie haben zwar im Februar, man muss sich jetzt einmal vorstellen, wir haben jetzt schon April, ja, April haben wir schon. Wir haben jetzt April. Und am 4. Februar haben sie angekündigt, dass sie an GTA 6 arbeiten. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, heute ist bereits der 19. April. Mittlerweile sind auch schon wieder 3 Monate fast vergangen. Ja, ich weiß, es sind erst 2,5, aber ich rechne schon alles in Mai. Ja, mittlerweile sind ja auch schon wieder 3 Monate vergangen und das ist kein Lebenszeichen. Ja, sie haben uns wahrscheinlich das nur angekündigt, dass wir endgültig eine Ruhe geben. Na, Ruhe geben, wie ich gesagt habe. Wie wir den einen Absatz da mal in einem Video besprochen haben, in geraumer Zeit werden wir euch bekannt geben wollen. Ja, wenn das ein Unternehmen sagt, dann haben sie sind sie nicht so weit. Wenn wir so weit sind, wenn sie sich noch erinnern, kennen sie an den Absatz. Ja. Sie haben GTA 6 noch nicht. Ja. Ja. Es ist irgendwas bei Rockstar Games momentan, die sind so unberechenbar geworden in den letzten Monaten und Jahren. Ich befürchte, ich bleibe bei dem Standpunkt. Ja. Ich kann mich irren, ja, ich möchte mich auch bei der Community übrigens entschuldigen. Ich habe mich bei GTA Online vertan. Ich möchte mich höflichst entschuldigen, ja. Es kam tatsächlich noch heuer raus. Wow, ja. Aber GTA 6, glaube ich, liege ich richtig. Ja, es gibt kein Lese Benzli mehr und kein Dein Hauser mehr, ja. Und dann kennen Laszlo Jones. Diese drei Personen. Und diese drei Personen werden sich jetzt viele fragen, ja, was hat das mit GTA 6 zu tun? Was hat das mit GTA 6 zu tun? Ganz einfach. Leslie Benzi war der Vater von GTA. Er hat GTA 3 gemacht, er hat GTA Vice City gemacht und er hat GTA San Andreas gemacht und GTA 5. Ja, nur nicht GTA 4. GTA 4 war ein anderer. Aber er hat diese Spiele gemacht. Diese 4 oder 5. Ja. Und zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich niemanden bei Rockstar Games oder bei Take-Two, der so eine gigantische Geschichte machen könnte oder die Verantwortung übernehmen könnte. Die Verantwortung. Man muss ja mal vorstellen, wenn heute dieses Spiel produziert wird, muss ja einer die Verantwortung übernehmen. Ja, die Verantwortung, wenn es schief geht, die Verantwortung, wenn es irgendwie nicht verkauft wird, wenn es flop wird, oder wenn es scheiße wird auf gut Deutsch, und da sehe ich niemanden. Ja, da sehe ich momentan bei Rockstar Games nicht. Und auch nicht beim Take-Two-Chef, zählt nicht aus. Ich habe schon einmal gesagt, der ist 66 Jahre alt.
Der ist 66 Jahre und bekanntlicherweise fängt mit 66 Jahren das Leben an. Wer weiß, wie lange der noch dort ist. Ja? Wer weiß, welche Leute nachkommen. Ja? Da musst du dir mal vorstellen, wenn der von Take-Two geht, nimmt er sein Team auch mit. Ja? Und da kommt ein neues Team. Und wer weiß, wie das neue Team denkt. Ja? Wenn das neue Team denkt, oh, das geht ja fünf, das verkauft ja ewig warme Semen, warum sollen wir überhaupt einen neuen Teil machen? Ja? Das ist das Nächste. Warum sollen wir dann einen neuen Teil machen, gell? Wir brauchen kein GTA 6, gell? Das GTA 5 können wir noch ewig machen, noch 10, 15 Jahre. Unrecht haben sie nicht. Unrecht haben sie nicht. Sie müssen kein unbedingt nicht mit Muss ein GTA 6 außer haben. Ja? Das ist das Problem. Ja? Man hat genug verdient mit GTA 5 online. Man wird auch weiterhin mehr genug verdienen. Ich habe schon einmal gesagt, Deutschland und Österreich ist nicht ausschlaggebend. Deutschland und Österreich ist wahrhaftig nicht ausschlaggebend, sondern die europäischen Städte wie England, Italien, Frankreich, Spanien und so weiter und so fort, wenn die einmal aufhören zu spielen, dann macht sich Rockstar Games Gedanken. Ja, aber momentan ist es ja so, dass die noch das ganze Unternehmen, ja, eigentlich noch finanziert, weil wenn Österreich und Deutschland aufhört, das interessiert die überhaupt nicht. Ja, interessant wird schon einmal Amerika, Italien, Spanien, Frankreich, England und so weiter, Russen und die alle aufhören einmal, ja, einmal zu spielen. Dann wird es ja einmal wehtun. Aber wenn wir Österreicher oder wir Deutsche einmal nicht spielen, ach, das stecken sie weg, die paar Millionen. Ja. Die stecken das weg. Habt ihr gesehen, was jetzt passiert ist? Eine Zeit lang haben sie die Community, der bei Weihnachten auch war, haben sie ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung, ein bisschen auf gut kumpelmäßig sind sie da rumgekommen und dann nach Weihnachten war das gleiche Bild wieder. Ja, jetzt hat sie ja dann so richtig in die Kumpelfalle gestürzt. Also gefallen, oder wie man das sagt. Grundsätzlich sei eines gesagt, warten wir den Mai-Bericht oder den Jahresfinanzbericht, ja, schauen wir mal, was das Mo-Output ergibt, welche Zahlen es ergibt, und dann sehen wir weiter, wenn geht der 6, ja. Aber ich vermute, ich glaube jetzt nicht mehr, ich vermute es nur mehr, es gibt niemanden bei Rockstar Games, der die Verantwortung übernehmen will, ja. Für dieses Spiel. Ja. Weil wenn es einen gäbe, lege 100 Euro hierher, da was hat 100 Euro, ich lege 200 Euro daher, hätte man schon längst einen Trailer. Schon längst. Längst einen Trailer und ein Release-Datum. Ja, von GTA 6. Aber ich vermute, das ist jetzt nur eine Vermutung, ich sage immer glaube oder ich kann mir das vorstellen, aber ich sage nur mal, ich vermute, ja, es gibt niemanden, der die Verantwortung übernehmen will, wenn GTA 6 ein Flop wird, ein Scheiß wird, ja, und ich vermute aber auch, ja, sie sind vielleicht fertig, ja, nur, wie gesagt, es gibt niemanden, der sagt, ja, ich mache es, ich tue es, ich nehme die volle Verantwortung, so wie der Leslie Bensley und der Dan Hauser, ja, die das gemacht haben, und der Leslie Jones, ja, dass die drei sagen, ja, wir machen es, wir ziehen es durch. Ja, da sieht man aber, welcher Hosenscheißer der Sam Hauser ist. Nicht der Dan Hauser, sondern der Sam Hauser. Der momentan noch Vizepräsident dort. Da sieht man, welcher Hosenscheißer der geworden ist. Ja, das ist ein richtiger Hosenscheißer geworden dann. Entschuldigung an dieser Stelle, lieber Sam Hauser, aber du hast mit deinem Bruder dieses Unternehmen aufgebaut. Ja, dass du so ein Hosenscheißer geworden bist, hätte ich mir nicht geglaubt. Ja, sorry. Herr Vizepräsident von Rockstar. Sorry. Ja. Na meine Güte, dann geht's halt einmal schief. Dann geht einmal GTA 6 und den Bach herunter. Na, dann haben wir mal einen Teil, wo wir sagen, okay, das war ein Scheiß. Ja.
Na mein Gott, dann ist ja der Ansporn für GTA 7 ja eh schon viel größer als wir auf GTA 6. Weil GTA 5 toppen, das wird eh schwierig werden. Das GTA 5 toppen, das wird sowieso schwierig. Ja, das ist eh fast unmöglich. Ja, und da liegt der Haken. Und da ist der Haken. Das Unmögliche. Ja, weil der GTA 6 muss einschlagen wie eine Bombe. Das habe ich eh schon einmal gesagt. Wie eine Bombe. Ja, 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 weil die Story muss ja schon mal alleine. Ich will gar nicht sagen, Alter, die muss ja fantastisch sein, ja, also es gibt ja Gerüchte mittlerweile, dass es drei Charakteren sind, das herrschte im Internet, ja, dass auf drei verschiedene Staaten aufgeteilt sind, gibt's ja mittlerweile auch schon, die Kenny, die Roxy und dann noch einer, der eine ist so wie artig wie jetzt das Carrier-Management, was da jetzt aufgebaut haben, einen Polizisten, einen Drogenhändler und dann einen Nachklubbesitzer oder so, in etwa, nicht? Das mit dem sogenannten Matratze-Sachen haben sie eh schon wieder irgendwie weggewischt, das haben sie gesehen, dass das vielleicht nicht so funktioniert, aber das mit dem Carrier-Business ist ja da irgendwas im Internet, also da drei Charakterien sind, eben ein Drogendealer, ein Polizist und dann noch irgendein Charakter, gibt es ja mittlerweile auch schon so ein Gerücht im Internet. GameStar hat ja darüber berichtet, das habe ich auch im letzten Video gezeigt. Und da glaube ich, das wird schwierig werden. Weil wir sind das gewohnt mit Franklin, Michael und Trevor, und da wird es schwierig werden. Ja. Und mit den Staaten, mit den drei Staaten muss man sich auch mal vorstellen. Also, und irgendwann kommen die drei zusammen. Es sind ja jetzt in GTA 5, die Story-Charakter zusammengekommen. Das ist schon richtig. Aber nur der Inhalt ist halt wieder, die Verpackung ist wieder, ja. Und dann muss man das halt in einem Online halt dann auch umsetzen. Ein GTA 6 kann natürlich nicht in Los Santos sein, nicht? Das ist klar. Das nächste ist ja, wo ist das? Und das nächste ist ja das dann, wo ist das? Ja. Los Santos kennen wir alle schon in- und auswendig, nicht? Ja. Viele wünschen sich natürlich Vice City, die einigen anderen Liberty City, und da ist das Problem wahrscheinlich. Da liegt wahrscheinlich das Problem. Die Entscheidung. Also London war einmal so eine Zeit lang ein Gerücht. Ja, London, ja, war auch ein Gerücht. Ja, eine Zeit lang. Und da ist ja der springende Punkt. Wo soll das Ganze stattfinden? Wo? Ja. Und da ist momentan der springende Punkt. Ja. Und das glaube ich, das Problem hat momentan wahrscheinlich Rockstar Games, weil sie nicht wissen, wo sie stattfinden sollen. Wahrscheinlich ist das Spiel so halbwegs fertig, oder haben sie es wahrscheinlich fertig gehabt und haben es wieder müssen leider durch verschiedene Gründe auch wieder verwerfen, ja, und so weiter und so fort, ja. Das ist ja jetzt meine Vermutung. Ich habe gar kein Datum mehr. Weil es ist sinnlos geworden, Datum zu sagen. Weil schau, Leute, wir haben jetzt schon 2022, April 2022. Ja, wir haben Halbzeit 2022 bald. Klar, wir haben noch ein halbes Jahr. Zeit genug noch für Unternehmen wie Rockstar Games. Ja, nur, wie gesagt, selbst wenn sie es dieses Jahr noch bringen würden, kommt das Spiel auch nicht vor 2024 außer. Man muss rechnen, 2 Jahre, trotz allem noch die Entwicklung, das Ganze fixieren, bla bla, und das Ganze hin und her, nochmal das Spiel testen, auf Fehler und bla bla, und hin und her, dauert es trotzdem noch 2 Jahre. Also mit 2025
ist für meine Augen realistisch. Das habe ich auch in meinem Video angekündigt, dass es nicht vor 2025, brauchen wir gar nicht rechnen, vor 2025 ist noch lange hin, das ist klar. Kann sein, dass ich mich da geirrt habe, kann es auch nicht. Ich wäre froh, wenn ich mich geirrt hätte, ja, oder wenn ich mich irre mit 2025. Aber wir haben Halbzeit 2022 mittlerweile. Wir haben Halbzeit 2022. Wir haben bald 2023, wir haben Mai. Warten wir mal den Finanzjahresbericht von Oxter Games an, was sie noch Geld hineinstecken oder was sie noch Geld freigeben. Wir haben ja einen ehemaligen Mitarbeiter ja auch gehabt auf YouTube, viele vergessen ja das. Einen ehemaligen Mitarbeiter haben wir ja einmal gehabt im vorigen Jahr. Das vergesse ich auch. Viele, einen Mitgründer haben wir da gehabt, ja, der ein Interview abgegeben hat. Gab es ja auch ein YouTube-Video von mir. Ich sage, ich werde es jetzt nicht alles vorgaukeln, was der gesagt hat. Bitte um Nachsicht. Ja. Und er hat gesagt, es wird halt schwierig werden mit GTA 6. Ja. Das vollständige Video habe ich euch auch verlinkt, falls ihr es noch nicht gelöscht habt, YouTube oder wer auch immer. Ja. Also es wird, wie ich schon gesagt habe, schwierig werden, dieses GTA 5 zu toppen. Nur hör mal auf zu kritisieren. Hör mal auf, bitte über GTA 5 zu kritisieren und zu schimpfen. Es bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Ja. Ja. Sind nur unsere Nerven. Wie gesagt, meine Vermutung, warten wir den Mai-Jahresbericht an. Ich vermute nach wie vor 2025. Es ist auch nicht mehr unrealistisch, ja. Oder es kommt gar nicht mehr. Es kommt gar nicht mehr. Weil es eben keinen gibt, der die Verantwortung übernehmen möchte, wenn es schief geht. Ja. Mehr ist heute nicht mehr zu sagen. Gut. War ja jetzt lang nur 22 Minuten.